Glück auf und hallo, schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei Command Modern Operations in unserem Format Easy Entry Command. Wir befinden uns mittlerweile im fünften Part von diesem eigentlich recht kurzen Format, wie es eigentlich sein soll. Und heute geht es auch an die eigentlichen ersten Pläne. Wir werden noch ein bisschen Gas geben, ich habe am Anfang noch ein paar kleine Dinge zu erzählen und dann geht es auch schon los. In dem Sinne, ab rüber auf die Karte, damit ich mich gar nicht erst verquatschen kann. Nun gut, da sind wir und ich versuche das Ganze möglichst schnell zu machen, damit wir auch genug Missionen heute planen können. Zunächst erst einmal vielen, vielen Dank an Supergrommi, der hat mir einen Kommentar hinterlassen in dem Video zu Trapped Under Ice, dass die Menüs da nicht sichtbar sind. Das tut mir an dieser Stelle sehr, sehr leid, es ist mir nicht aufgefallen, ein klarer Schnitzer in der Qualitätskontrolle, deswegen aber vielen Dank für das darauf hinweisen. Ich überlege, das Ganze nochmal neu aufzunehmen, dauert dann aber ein bisschen und da werden die alten Videos offline genommen und ersetzt. Kann ich aber noch nicht versprechen, wann das kommt, aber vielen, vielen Dank, Super Grombi, für das darauf hinweisen. Das ist sehr, sehr richtig und wichtig. Ja. Und dazu jetzt zu diesem Szenario von Ronin kam ein Kommentar und zwar zur HMS Belfast. Die HMS Belfast hat er richtig gesagt, ich lese das auch einmal ganz kurz vor. HMS Belfast gehörte zur Town Class, einer Klasse leichter Flugabwehrkreuzer. Danke Ronin für den Kommentar. Wenn ich mich aber jetzt nicht irre, und da bin ich kein Experte, deswegen immer gerne Feedback von euch, ist die Belfast kein leichter Flugabwehrkreuzer gewesen, sondern sie sollte ursprünglich einer sein. Letztendlich kam es dann aber nicht dazu. Und wie gesagt, ich habe jetzt auch einen Teil nachträglich nachgelesen, aber ich finde das ganz spannend. Ja, erstmal, es gibt ja in Command die Designierung CLAA. Wie ihr wisst, ich glaube, die Juno hatten wir da schon am Wickel oder so in dem anderen Korea-Szenario. Und da hatten wir einen leichten Flugabwehrkreuzer. Hier ist es CL, halt Cruiser Light oder Light Cruiser. Und ich glaube, das kommt daher, weil die Belfast bzw. die Town-Klasse ursprünglich zwar ein Flugabwehrkreuzer werden sollte, sich aber im Rahmen der Entwicklung herausgestellt hat, dass die 6-Zoll-Geschütze, also die Hauptbewaffnung des Schiffs, die haben wir hier, das sind die Triple-Geschütze, dass sie keine oder dass sie nicht gut gegen Luftziele geeignet waren. Sie konnten nicht schnell genug nachgeladen werden. Und sie hatten zwar hier diese großen Aussparungen, das sieht man jetzt hier nicht. Es gibt andere Bilder, da sieht man das, dass diese Geschütze wirklich sehr weit hochgerichtet werden konnten. Und die Briten hatten dann auch ein System dafür entwickelt, dass, wenn das Ziel in eine gewisse Distanz gekommen ist, die vorher eingestellt worden ist, dass aufgrund eines, ich sag jetzt mal, Calculators, eines Steuersystems, dann letztendlich eine Salve abgefeuert werden konnte aus diesen aus den Geschützen, die dann auch Flugziele bekämpft haben. Sie waren aber nicht in der Lage, jetzt die Rolle zu übernehmen, die ein eigentlicher Flugabwehrkreuzer übernehmen sollte. Und deswegen sind die BL-6-Inch-Geschütze dann auch hauptsächlich auf Schiffe gekommen mit Nicht-Luftabwehr-Aufgaben. Wenn da jemand andere Informationen, bessere Informationen hat, dann bin ich da sehr gespannt drauf. Dann freut es mich auch immer sehr, es zu lesen und da wirklich immer nur, weil das vielleicht auch manchmal sehr altklug von mir wirkt, wenn ich darauf antworte. Das soll nie irgendwie eine Diskussion ersticken oder so, sondern ich möchte dann eher wirklich, dass man ein Gespräch aufbaut, auch gerne in den Kommentaren oder auf Discord. Ich finde das immer sehr spannend, auch wenn man unterschiedliche Meinungen hat. Ja, da nicht von abschrecken lassen, wenn dann mal ein Kommentar zurückkommt, so nach dem Thema, naja, jetzt weiß es ja doch besser, sondern ich versuche da nur meinen Standpunkt klar zu machen, einfach damit man da auch weiterreden kann und dann kann man ja auch sagen, nee Tim, da liegst du falsch, das stimmt so nicht, was du sagst und damit kann ich sehr gut leben und ich lerne wirklich immer sehr gerne dazu, deswegen kann ich immer nur sagen,
Danke für die Kommentare, sowohl das Lob, die Kritik oder Informationen, die ich vorher nicht hatte. Ich verrenne mich auch gerne mal und auch ich habe nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen. Deswegen immer gerne mich auch auf sowas hinweisen. Deswegen kann ich immer nur sagen, gerade danke an die fleißigen Kommentarschreiber. Ist, ob das ein Louis ist, ein Appell ist, ob das ein Mr. Fusselig primär bei Combat Mission ist. Aber auch die Leute, die mal einen Kommentar schreiben oder auch sich auf Discord melden. Ich freue mich da immer sehr drüber. Und jetzt habe ich schon wieder sehr, sehr viel gequatscht. Und ich würde sagen, damit gehen wir dann jetzt auch in das eigentliche Szenario und tun unseren Job. Denn wir müssen ja noch einige Missionen heute aufsetzen und wir wollen die auch aufsetzen und müssen zügig damit sein. Wir starten aber tatsächlich damit, hier die Maschinen auszurüsten, die noch nicht ausgerüstet sind, aber verfügbar sind. Wir haben ja hier noch einige Maschinen, die nicht zur Maintenance außer Dienst gestellt sind, sondern die einfach nicht geladen sind. Und da haben wir zum Beispiel ja hier eine der Early Warning Maschinen. Und die werden wir ready armen, auch in dem Early Warning Loadout, Bob. Denn es kann ja immer sein, dass man sie braucht. Dann haben wir hier noch für den Recon Pod, hier haben wir also quasi noch Corsairs. Auch die werden wir dann für Recon umrüsten. Und wir haben ja auch noch Maritime Surveillance. Der Rest sollte soweit IO sein. Das passt. Genau. Der Hintergedanke ist jetzt einfach wie folgender. Wir setzen unsere typischen Missionen auf. Also erstmal setzen wir natürlich hier die Task Force. Die fahren in ihren Bereich. Ja, wir werden auch hier so in den Bereich einfahren, dass wir diese Küstenbatterie eventuell auf dem Seeweg zerstören können. Und dann ist es jetzt so, wir müssen zusehen, die feindlichen Luftabwehrstellungen ausfindig zu machen. Und das wird insgesamt gar nicht so leicht werden, denn wir haben zwar Maschinen mit frühem Radar an Bord, aber das heißt nicht, dass wir da ohne Probleme die feindlichen Stellungen finden. Sondern es kann sein, dass wir diese tatsächlich überhaupt erst im Tiefflug finden und wir werden auch on Station erstmal uns mit unseren Aufklärern runterarbeiten müssen. Wir machen aber erstmal AEW 1-1. Also wir starten erstmal mit den, ich sag jetzt mal, General Purpose Aufträgen. Ja. Die machen wir heute erst einmal fertig, bevor wir dann beim nächsten Mal in der Richtung weitergehen. Die brauchen sich auch nicht mitbewegen, die bleiben da. Und hier sorgen wir auch dazu, Sensors, wir machen unser Radar an. Es gibt keinen Grund, das Radar auszulassen. Beide Gruppen machen ihre Radaranlagen an. Upsi-dupsi. So, dahin. So, das heißt, wir starten mit unserem General Purpose Auftrag AEW1, Airborne Early Warning. Ja, den nennen wir auch einfach so. Auch da, manchmal werde ich zu dem Thema weiterhin angesprochen, warum ich hier vorne noch hinschreibe, auch wenn ja eigentlich der Missionstyp dabei steht. Der grobe Missionstyp steht dabei, aber hinter Support versteckt sich meistens AEW, Tanker und. Und einfach, um das so ein bisschen besser im Blick zu haben, benutze ich da ganz gerne diese Geschichten. Wir könnten es uns jetzt auch sehr einfach machen und könnten die beiden Trägergruppen, wir machen das mal. Ja, bevor wir da reingehen, wir machen jetzt erstmal einen Taskpool und nennen den Taskpool jetzt einfach mal Taskforce 77 CVW, ne? Sagen Active, bup, bup. Und was wir jetzt mit diesem Taskpool hier machen können, wir können da jetzt quasi alles erstmal von unserem
von unserer Taskforce reinnehmen. Jetzt machen wir uns den zweiten Taskpool, den nennen wir Task Group 75. Ja. Und da packen wir jetzt die Geschichten rein. Nennen wir dann auch gleich TVW, Bob. Oder wir könnten das sogar, wenn wir es wollten, da vorstellen. Aber ist jetzt in diesem Szenario nicht so wichtig. Aber theoretisch ergibt es natürlich Sinn, das vorwegzustellen, wenn man mehrere Taskpools hat. Einfach um dann zu sagen, okay, damit ich schnell sehe, was ist ein CVW und sowas. Ihr müsst immer gucken, was in welcher Hinsicht macht es Sinn, das so zu machen und in welcher nicht. Na gut, wir haben die weiterhin auf. Jetzt nehmen wir dann müssen wir allerdings mit dem Package arbeiten. Wir haben jetzt hier nur ein AEW. Wir hätten es jetzt auch benennen können, wo es ist. Das ergibt auch Sinn. Und da nehmen wir den Taskforce 77 Taskpool. Und dann gucken wir, welche Maschinen hier letztendlich die Aufklärer sind. Ja. Dadurch, dass ich die ganzen Corsairs auch nicht auswendig kenne, und auch für euch ist es wahrscheinlich praktisch, sich einfach dann das hier aufzumachen und da die richtige Version rauszusuchen, die ihr braucht. Ja. So haben wir hier Airborne Early Warning, das sind die 83 Willy quasi. Und da haben wir sie hier, sind also die Sky Raider. Up, runter. Haben wir die. So, das kann man sich dann entweder runterschieben oder klein machen oder whatever. Dann machen wir heute mit den Maritime Patrol Geschichten weiter. Und da möchte ich definitiv zwei Bereiche festlegen. Nämlich einmal den Bereich hier oben. Und den trennen wir dann letztendlich hier. Das ist ungefähr so. Wählen die alle ab mit Steuerung Ende. Aufpassen, wenn man sie nicht Steuerung Entfernen drückt. Und und dann, oder manchmal nenne ich es auch Marsurf. Ja. Die Benennung ist letztendlich euch überlassen. Ich versuche immer nur so ein bisschen zu erklären, warum ich etwas nenne, wie ich es nenne, damit man das im besten Fall nachvollziehen kann. Weil ich finde, da hat ja jeder so ein bisschen sein eigenes System und da kann das dann natürlich schnell kommen, dass man sagt, ja, aber warum benennt er das jetzt so? Jedenfalls denke ich mir das dann ganz oft, ist natürlich vielleicht ist für euch auch so, dass ihr sagt, eigentlich juckt mich das nicht. Sagen wir mal unser Package, das macht jetzt Patrol, Naval. Das passt alles soweit. Dann nennen wir das Mars of North 1. Geht unser Missionseditor wieder auf. Und dafür haben wir dann die Avengers, die TBM-3 Avenger haben wir hier. Packen wir da runter. Die beiden anderen Maschinen sind erst in 4 Stunden einsatzbereit. Das heißt, wir werden den Bereich jetzt erst einmal vergrößern. Bup, bup. Und passen dann die Mission an. So. Jetzt
das Monster natürlich, logischerweise, ne? So, passt's. Da sieht man jetzt das Problem, ne? Muss man hier so ein bisschen rüber scrollen. Top. Ja, dann können wir das hier noch so ein bisschen ranziehen. Hier so ein bisschen hoch. Und dann packen wir da alle drei rein und später können wir uns überlegen, ob wir den Bereich, ob wir das eventuell auftrennen. Wir sagen erstmal keep one on station. Outside Patrol Area möchten wir erstmal nicht. Und der Rest sollte soweit passen. Bei den MCON-Einstellungen sagen wir soll nicht. Und dann sagen wir Active passt. Da gehen wir auch bei Support nochmal drauf zu. Soll nicht. Und sagen Active passt. Ja. Damit eben die AEW-Maschine auch sofort anfängt aufzuklären. Damit haben wir erstmal unsere Maritime Patrol und unser Airborne Early Warning. Das passt soweit. Dann sollten wir uns schon relativ zeitnah überlegen, eine Cap aufzubauen, also Sweep und Cap quasi, dass wir nach Möglichkeit den Gegner hier direkt vor seiner Haustür erwischen und dann da auch direkt aufklären können. Denn das Problem ist natürlich, unsere Aufklärungsflugzeuge haben eine leichte Bewaffnung, Guns only. Aber wenn wir mit denen jetzt darüber fliegen, dann wird der Gegner natürlich eventuell auch Jäger scramblen und versuchen uns aus dem Himmel zu schießen. Deswegen sollten wir zusehen, dass wir uns erst einmal einen Bereich überlegen, wo wir sagen, da möchten wir Cap machen. Und hier oben würde ich sagen, es ist so ungefähr dieser Bereich. Und sagen jetzt Cap auf 1-1. PA. Oder können wir mal. Ja, dass die da quasi ihre Verfolgung machen. Und dann überlegen wir uns, wo ist für die so die beste Station, wo könnten die quasi sich aufhalten, dass sie auch schnell reagieren können, wenn hier was auftritt. Wir haben hier bis da 28 nautische Meilen. Das ist in der Epoche mit der kurzen Reichweite der Waffen schon gar nicht so wenig. Und dementsprechend würden wir sagen, wir lassen die quasi mehr oder weniger auf dem Flugfeld in Position gehen oder über dem Flugfeld und sagen, das ist dann Station Area. Ob ihr Referenzpunkte benennen wollt, müsst, könnt, soll, dürft, das ist natürlich immer so ein bisschen euch selber überlassen, wie alles logischerweise. Ich persönlich mache es. Das hat einfach den Grund, dass ich das einfacher finde, wenn ich dann was anpassen muss. So, hier auch wieder dann Anti-Air Warfare Patrol, sagen Active und Okidoki. Und hier ist es jetzt so, wir haben ja
Wir haben von den Panthers haben wir zwei Squadrons quasi. Wir haben VF-51 und wir haben VF-52. Und beide werden für eine der beiden AOs quasi die Luftüberlegenheit herstellen. Das heißt, wir werden auch zusehen, dass wir nach Möglichkeit gerade am Anfang vier Units on Station. One Third Rule machen wir aus. Contacts outside Patrol Area. Und da müssen wir jetzt nur aufpassen. Wir haben jetzt hier Repeatable Loop. Dann fliegen die hier immer hin und her. Wählen die beiden ab. Und dann machen wir hier Prosecution Area und Add. Und was jetzt das am Ende ist, dass die hier quasi immer hin und her fliegen, spart ein wenig Sprit, weil die nicht die ganze Zeit, wenn wir jetzt hier Random Area in diesem großen Bereich, dann fliegen die hier hin, dahin, 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 dahin. Irgendwo random in dem Bereich. Quasi sowas wie freie Jagd könnte man sich vorstellen. Das kann seine Vor- und Nachteile haben. Der Nachteil ist jetzt letztendlich, wir verbrauchen viel Sprit. Sprit ist etwas, was wir gerade eigentlich bei Luftoperationen nie in Überschwung haben. Und deswegen denke ich, ist es gut zu sagen, okay, die bleiben hier in ihrem Cap Orbit oder in ihrem Racetrack. Und wenn die dann hier irgendwo was sehen, und das können ja die selber sehen oder das Radar oder was, dann leitet man die quasi dahin. Fertig. Ja. Wir sagen Flight Size, sagen wir 2, dadurch haben wir zwei Flights on Station. Das hat meiner Meinung nach den Vorteil, dass wir auch flightweise das Ganze so ein bisschen besser koordinieren können. Sie sind in der ATO, das reicht mir, ein Flugplan möchte ich da nicht verwenden. Das System ist mir aktuell einfach noch zu anfällig. So, und damit haben wir unsere Cap im Nordbereich festgelegt. Ich habe es ja schon mal erwähnt, das ist jetzt erstmal auch, weil es eine Mission ist, wo einiges ineinander greift, ein wenig mehr Vorarbeit, aber am Ende des Tages sollte sich das Ganze auszahlen. Gut, jetzt kommen wir zu unserer Cap South, die auch von den Amis hier in unserem Fall gestellt wird. Ja. Und ob das am Ende notwendig ist, das weiß ich nicht. Ich habe dieses Szenario auch noch nicht gespielt. Ja. Aber ich denke, eine Cap in der Luft zu haben, sollte man sich immer erlauben. Wir haben genug Jagdmaschinen zur Verfügung. Also lieber eine Cap in der Luft zu viel als eine Cap in der Luft zu wenig. Und hier werden wir den Referenz, das Racetrack quasi direkt im Westen von Haiju setzen. Einfach um da sicher zu sein, dass auch die Maschinen schnell da sind. Denn letztendlich ist natürlich die Sache, wenn ihr erstmal feindliche Jäger in der Luft habt, dann habt ihr ein Problem. Ja, dann ist es nicht mehr so schnell gemacht zu sagen, okay, ich leite da jetzt was um. Eventuell klappt das, eventuell nicht. Und am Ende des Tages kann eine ganze Mission in der Binsen gehen, nur weil man sich gesagt hat, ja, ich spare mir diese paar Maschinen. Und wir haben ja die Maschinen. So ist es ja nicht. Try to keep four on station. One third rule. Das passt. Repeatable loop. Habe ich jetzt noch offscreen. Das ist natürlich eine doofe Angewohnheit. Ich schiebe die Sache natürlich dann, ne, ihr seht das, ich schiebe das immer gerne rüber, weil dann habe ich den Platz frei. Ist natürlich manchmal so für die Zuschauer dann doof. Gut, damit haben wir unsere Caps, wir haben unsere unsere Airborne Early Warning und wir haben unsere Maritime Patrol.
Jetzt ist die Sache, wir können auch noch unsere Mission planen zum Aufklären. Jetzt ist es so, für den Norden ist es überhaupt gar kein Problem, weil von hier aus unsere Jäger starten, unsere Cap startet, ist es überhaupt gar kein Problem zu sagen, okay, die starten hier und dann sind die ruckizucki da. Wenn wir jetzt mit dem Flightplan arbeiten würden, ja, und die Missionen sind ja hier noch nicht generiert, deswegen sehen wir halt auch noch nicht, wann die da sind. Wenn wir mit dem Flightplan arbeiten würden, würde das in der ETO alles drinstehen, wann sind unsere Jäger hier dann vor Ort. Und deswegen würde ich sagen, wir setzen die Mission für den Süden schon auf, aber wir aktivieren die erst, wenn quasi die Jäger in der Nähe sind. Bis dahin lassen wir das quasi erst einmal weg und machen erstmal nur unsere Sachen hier im Norden. Beziehungsweise wir deaktivieren die dann später. Und sagen jetzt hier, so ungefähr. Jetzt habe ich die da unten mit weggelöscht, ne? Großes Kino. Weil ich die eben noch am Wickel hatte, ne? Seht ihr, so schnell kann das gehen. Sage ich immer wieder, dass man da vorsichtig sein muss. Da mal passiert, also es passiert mir tatsächlich immer mal wieder selber. Aber da haben wir jetzt ein gutes Beispiel für. Und dann, wenn euch sowas passiert, dann ist es besser, wenn ihr hier die 4 Punkte nochmal rauslöscht und neu hinzufügt, sonst kann es tatsächlich zu Problemen kommen. Es sollte nicht, aber es kann. Und das ist dann halt immer sehr, sehr ärgerlich. Ah, hier habe ich jetzt einiges zerschossen. Das fixe ich mal im Off-Kamera ab, bin gleich wieder da. Ja, nee, hatte ich doch nicht zerschossen. Der zweite Punkt ist hier, das passt also. Gut, jetzt nochmal. Also, Red Angle. Hierher. Nope. Passt. Und dann wählen wir die ab. Dann benennen wir die um und dann Rack North 1-1. Also auch wenn ihr ein Szenario spielt, wo ihr sagt, ja, ich brauche vielleicht gar keine zweite nördliche Aufklärungsmission. Mein Tipp ist tatsächlich, benennt sie trotzdem irgendwie, nummeriert sie durch oder sonst was. Weil ich habe das schon ganz oft gehabt und gerade wer auch meine Showcases verfolgt hat, hat es bestimmt mitgekriegt, dass ich da gesagt habe, ja, eigentlich brauche ich ja gar nicht so viel. Und am Ende des Tages kam es dann doch so, dass ich gesagt habe, Mist, jetzt ist doch, muss ich nochmal zusätzlich was machen. Und dann steht die am Ende da. So, hier machen wir Anti-Surface Warfare Patrol. Das ist für Aufklärung, das Bevorzugte. Sehen wir den Bereich da. Und da sagen wir, try keep one on station, one third rule, das, das, das. Wir starten mit einer Station Altitude von, wir nehmen mal Custom und nehmen mal 20.000. Und arbeiten uns dann durch. Flight size one, do not enforce. Patrol Area haben wir. Und dann
haben wir quasi die F4UP hier mit dem Recon-Pod und da packen wir dann drei Stück rein. Fertig. Ja, das ist soweit ganz gut. Damit haben wir dann quasi da auch direkt Aufklärung. Das läuft. Und wie gesagt, den Aufklärungskrams hier unten. Wir müssen natürlich das Flugfeld und die Küstenbatterien aufklären. Die im Süden ignoriere ich jetzt mal so ein wenig. Denn die möchte ich ja eventuell mit meinen Schiffsgeschützen dann ausschalten. In der Hoffnung, dass meine Reichweite höher ist. So. Damit wir heute auch noch mal was für die Briten herstellen, wa? Taskpool. Wegen Package. So. One Patrol. Ground. Active. Und da nehmen wir jetzt die Task Group. Und da haben wir hier die Recon-Maschinen. Packen wir runter. Aber wir sagen, die ist inactive. Ich hoffe, dass sie jetzt auch inactive bleibt. Sonst schlecht. Und dann, oh hier, one third rule aus, fly size one, do not enforce. Auch hier erstmal 20.000. Wir gehen dann später mit der Höhe runter. Das müssen wir vermutlich einfach, um den Feind aufzuklären. Eventuell werden wir auch eine Maschine aus dem Norden nach Süden mit runterziehen. Einfach um da zusätzlich ein bisschen Krempel an der Backe zu haben. Guti. Damit haben wir unsere Missionen, die jetzt erstmal am Anfang ja doch notwendig sind. Irgendwas habe ich gerade gedacht, was ich noch machen wollte. Aber wie das immer so ist, jetzt ist es weg. Genau. Das passt, das passt. Ich hoffe, es taucht bis zum nächsten Mal aufnehmen wieder auf. Irgendwas hatte ich nicht gerade noch. Genau, jetzt weiß ich wieder. Und zwar haben wir hier den Wave Conqueror in der Task Group. Und den Wave Conqueror, den hätte ich gerne hier hinten, nicht da vorne. Das heißt, wir werden hier die Formation noch umbauen. Und sagen den, der soll dahin. Die Triumph bleibt das Zentrum quasi. Die Shoalhaven. Die geht quasi mehr oder weniger auf die Position, wo die Wave Conqueror ist. Die Consort ist da eigentlich schon ganz gut. Mal gucken, wo die sein soll. Die ist fast. Die HMS Cossack. Oh, ist eigentlich da, okay, wo sie ist. Die Belfast ist korrekt. Genau, das passt soweit, das ist okay für mich. Ich will noch mal ganz kurz gucken, welches der Geschütze die höchste Reichweite hat. Wir haben hier 12 nautische Meilen.
Wahrscheinlich 9, ne? 10. Ist derselbe Typ. River Class Frigate. Sechs. Okay, das wollte ich deswegen wissen, weil das heißt, wir werden die Belfast doch noch ein bisschen umgliedern. Die soll dann nämlich quasi in der Formation an die Spitze gehen. Damit die letztendlich mit ihren Geschützen einfach aus sicherer Entfernung hier auf die Coastal Battery feuern kann. Das ist für uns ganz okay. Gut. U-Boot-Geschichten. Mal gucken, ob von Nordkorea was kommt, aber so richtig erwarten tue ich da eigentlich nichts. Dementsprechend würde ich sagen, so unsere General Purpose Missions haben wir jetzt erst einmal fertig. Und beim nächsten Mal werden wir dann auch schon mal so ein bisschen Zeit ablaufen lassen und gehen dann dazu über, so ein bisschen mehr steady as she goes. Was ich nochmal durchkalkulieren will, und da kann ich euch auch teilhaben lassen. Wir haben hier ja bei den Amis Bomber, sage ich jetzt immer dabei. Also Maschinen mit doch teilweise relativ großen Bumsmachern. Mal gucken, wo die waren. Die waren hier. Wir haben hier nämlich, auch wenn sie hier nicht in der Liste drin stehen, haben wir 1000 Pfund. General Purpose. Und da wollte ich nochmal gucken, Reichweite eine nautische Meile und vermutlich denke ich mal, was sagt das Profil? Low, 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 ne? Nee, Medium. Die fliegen ein reines Medium-Profil. Die auch? Ja. Die auch. High, low, high. Okay. Medium bedeutet, und damit werden wir beim nächsten Mal starten, dass wir vermutlich mit den 1000 Pfund Bomben das Pyongyang Airfield direkt in den ersten paar Stunden bombardieren und versuchen bei Pyongyang dann, auch wenn wir nicht wissen, wo die feindliche Luftabwehr steht, die Ammo-Bunker und die Treibstoffdepots zu vernichten. In der Hoffnung, dass der Gegner nicht mehr in der Lage dann ist, Maschinen von hier aus zu starten. Und wir damit letztendlich dann das erste Flugfeld innerhalb weniger Stunden außer Betrieb nehmen. Im Süden können wir das nicht so leicht machen, leider. Aber nichtsdestotrotz, bei Pyongyang, da werden wir damit starten. Für heute allerdings ist Schluss. Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß. Ich hoffe, der eine oder andere kann was davon mitnehmen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt Easy Entry Command und wir spielen Dawn Strike. Korea 1950. Mein Name ist Tim. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Wünsche euch gute, tiefe Durchbrüche, sichere Rückräume und sagt wie immer bis denn dann. Ciao, ciao. Glück auf und hallo. Es ist die Endcard. Was soll ich euch sagen? Wäre schön, wenn ihr mir ein Like da lasst oder einen Daumen runter, wenn euch was nicht gefallen hat, über Kommentare natürlich. Würde ich mich auch immer sehr freuen und ganz speziell über ein Abo. Wenn ihr up to date bleiben wollt, drückt die Glocke. Ansonsten findet ihr hier weitere Videos. Eins vom YouTube-Algorithmus ausgewählt, das andere ist auf jeden Fall Command. Und sonst bleibt mir nicht mehr viel zu sagen, außer dass ich euch noch einen wunderschönen Tag wünsche. Hoffe, ihr schaut das nächste Mal wieder mit rein. Passt auf euch auf. Ich wünsche euch was. Bis denn dann. Ciao, ciao.